Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag mit Matthias Reich zum Thema automatisierte Webinare mit WordPress und Mautic inklusive Teilnehmertracking. Hallo Hallo, Matthias. servus zusammen. Schön, dass du da bist bei Ja. dem super Wetter, dir die Zeit nimmst Bin und ein schon im bisschen. T-Shirt. Genau, ich stelle dich mal einmal unseren Zuhörern kurz ein bisschen vor. Der Matthias ist seit 22 Jahren Unternehmer im IT-Bereich, hat eine Firma im Bereich SMS-Marketing und ein Unternehmen, welches Selbstständigen und Unternehmen die Technik und das Know-how für professionelle Online-Marketing-Kampagnen vermittelt. Dabei nutzt er Mautic seit 5 Jahren und bietet Mautic-Installationen für Kunden, auch im Zuge einer All-in-One-Lösung und in Kombination mit WordPress an. Matthias, Genau. habe ich was vergessen? Nö, passt so. Okay, dann würde ich auch sagen, lass uns loslegen. Jo. Und Fragen können sehr gerne im Chat gestellt werden. Wir kommen dann später drauf zurück in Form einer kleinen Q&A-Runde. Und ja, ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast, Matthias. Super, genau. Dann schaue ich mal zu meinem PowerPoint rüber. So. Genau. Okay. Also ich bin jetzt 43 Jahre alt, habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und eben schon sehr früh mit 19 Jahren eben mit IT-Dienstleistungen mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und in dem Zuge haben wir halt eben irgendwann mal eine SMS-Marketing-Firma aufgebaut, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar kein iPhone war, gab. Also noch vor 2007, und so bin ich eben schon eine Weile im, ja, mobilen Marketing, aber eben dann auch seit vielen Jahren Online-Marketing eben schon aktiv da. Genau. Ja, wie ihr seht, wir haben große Firmen, für die wir Marketing und technische Geschichten machen, aber eben speziell jetzt Mautic und die ganzen Online-Marketing-Techniken, die werden bei uns auch von vielen kleinen Unternehmen und Selbstständigen genutzt, weil das ist ja gerade ein schöner Vorteil von Mautic, dass die Software an sich nichts kostet. Und wenn man sie eben selber installieren kann oder sich irgendwo bucht, dann kann man natürlich da auch schön einsparen. So gibt es natürlich auch wieder Vorträge zu dem Thema, die ich mache. Und eben mir ist halt auch immer wichtig, dass also der Fokus eben speziell auf die Selbstständigen und kleinen Unternehmen, also das heißt, in die Richtung habe ich sehr viele Praxisanwendungen, einfach auch Kunden, die eben Mautic einsetzen. Aber würde man sagen, genug zu mir, legen wir einfach mal konkret los mit dem Thema, was ich euch heute mitgebracht habe. Ja, zuerst vielleicht mal, was sind eigentlich automatisierte Webinare? Ich denke mal, Live-Webinare, die kennt jeder. Bei automatisierten Webinaren, da stelle ich immer wieder fest, Leute, die sich jetzt im Online-Marketing-Szene nicht so tummeln, die haben das nicht alle schon gesehen. Wie das schon heißt, also die automatisierten Webinare, die sind eben nicht live, sondern letztendlich handelt es sich um simulierte Webinare. Das heißt, aus Sicht des Teilnehmers sieht alles aus wie bei einem Live-Webinar, aber tatsächlich läuft eben nur ein Video. Wie überall ist es so, gibt es natürlich auch ein paar spezielle Vorteile, die eben automatisierte Webinare haben. Ein ganz großer Vorteil ist natürlich, dadurch, dass man eben ein Video verwendet, muss man als Veranstalter natürlich nicht live dabei sein, hat also keinen Zeitaufwand pro Webinartermin. Und da ja eine Software sich um die ganzen Webinare kümmert, kann man also auch beliebig viele Webinartermine pro Tag zum Beispiel einfach definieren, die dann automatisiert ablaufen dann. Und ist auch immer was, wenn man gerade jetzt im Marketing immer wieder die gleichen Webinare hält, also wenn sie zum Beispiel Marketing-Video oder Marketing-Webinare sind, bei einem Video hat man natürlich immer die gleichbleibende Qualität. Also wenn es jetzt so wie bei mir hier in Augsburg sehr heiß ist, dann kann man natürlich als Referent den gleichen Inhalt, ja, je nach Tagesform auch mal mit schwankender Qualität erzählen. Und das hat man natürlich bei den automatisierten Webinaren nicht und hat somit auch ja immer gleichbleibende Qualität oder auch zum Beispiel Verkaufsraten, wenn man eben irgendwas anbietet. Und das finde ich persönlich sehr schön. In Kombination mit Mautic kann man eben auch das Teilnehmertracking richtig schön machen. Also man kann einfach stattfinden, wer von den angemeldeten Teilnehmern ist, wie lange im Webinar gewesen, was hat er gemacht und so weiter. Das funktioniert bei vielen Live-Webinar-Software-Systemen meinem Wissen nicht, weil die einfach
ja nicht direkt unbedingt ein passendes Tracking für Mautic haben. Genau. Aber schauen wir uns einfach mal so in der Übersicht mal diesen Webinarprozess an, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl habt, wo ich euch jetzt hier so ein bisschen durchführe. Ich habe hier so ein kleines Diagramm gezeichnet. Ich vermute mal, das ist jetzt ein bisschen klein, aber ich kann das Diagramm jedem, der das haben möchte, gerne am Ende des Vortrags einfach per E-Mail schicken. Dann könnt ihr euch das im Detail selber noch angucken oder auch bearbeiten, wenn ihr das möchtet. Aber gehen wir mal so ein bisschen ganz kurz durch. Es ist wirklich auch jetzt nur wichtig, dass ihr die übergeordneten Prozessschritte so ein bisschen versteht. Also im ersten Prozess haben wir einfach mal die Webinar-Bewerbung. Das heißt, wir können mit Mautic natürlich eine Kampagne planen, die eben an bestehende Kontakte per E-Mail ja einfach die Leute motiviert, sich für einen Webinartermin anzumelden. Und wie es so oft ist, ja, man schickt eine E-Mail raus und beim ersten E-Mail meldet sich nicht unbedingt jeder an. Und das ist was, was man mit Mautic natürlich auch schön machen kann, indem man dann eben vielleicht in der zweiten Bewerbung nur die Leute nochmal anschreibt, die sich noch nicht zum Webinar angemeldet haben. Und im zweiten Schritt kümmert sich Mautic dann um die Webinar-Terminerinnerung. Es ist sehr wichtig, dass man die angemeldeten Teilnehmer einfach mehrfach an den Webinar-Termin erinnert, einfach damit möglichst viele Personen auch tatsächlich dann ins Webinar kommen. Also wir machen es in der Regel so einen Tag vor Webinarbeginn, dann nochmal 3 Stunden, 1 Stunde und 15 Minuten vor Beginn. Von den angemeldeten Teilnehmern kommen in der Praxis meistens eben nur so circa 50% tatsächlich ins Webinar. Deswegen sind diese Erinnerungsprozesse sehr wichtig. Ich zeige euch heute aber auch noch eine Möglichkeit, mit der alleine, ja, fast auf Knopfdruck einfach 10% mehr mit einem kleinen Trick bekommt. Also 10% mehr tatsächliche Teilnehmer. Genau, und dann kommen wir jetzt speziell zum dritten Schritt. Das ist die Webinar-Teilnahme. Da werde ich heute euch ja einige Details zeigen, wie man eben hier mit Mautic auch das Tracking realisieren kann, was einfach sehr nützlich für ein passendes E-Mail-Follow-up dann ist. Und im vierten Schritt, wenn ihr im Webinar jetzt zum Beispiel was verkauft oder eine Dienstleistung anbietet oder ein Produkt, beziehungsweise es kann natürlich auch einfach nur eine Kontaktaufnahme sein, auch dann kann euch Mautic natürlich helfen. Jetzt schauen wir aber mal ja, ein bisschen weg von der Theorie, schauen wir uns das mal in der Praxis an, damit es ein bisschen bildlicher ist. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel eine Webinar-Anmeldeseite von einem Webinar von meiner Firma. Gibt es halt eben einen entsprechenden Text und einen Button, wo es heißt, klick doch drauf, wenn du dich anmelden möchtest. Und da geht dann einfach eine Lightbox auf, hier ein bisschen größer, in der man einfach zuerst einen Webinartermin sich aussucht. Das ist zum Beispiel schon, ja, auf jeden Fall was, was man beim Live-Webinar in der Regel nicht hat. Beim Live-Webinar hat man vielleicht 1, 2 Termine und beim automatisierten Webinar kann man einfach ja beliebig viele Termine anbieten. Also ich habe jetzt hier in der Liste zum Beispiel jeden Tag, was haben wir hier, 19 und 10 Uhr. Könnt ihr auch viel mehr Termine einblenden, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zu viele anbietet, dann ja, reduziert es die Wahrscheinlichkeit einer Anmeldung, weil die Leute sich dann ja, letztendlich überlegen, wann habe ich denn eigentlich Zeit bei den vielen Möglichkeiten? Ah ja, es gibt eh so viele Termine, dann melde ich mich dann vielleicht irgendwann später an, was sie dann doch nicht machen. Also da muss man auch ein bisschen optimieren. Dann wie üblich gibt man seinen Namen und die E-Mail-Adresse ein. Und optional könnte man eben auch anklicken, ja, ich will gratis per SMS an meinen Termin erinnert werden. Erst wenn man aber auf diese Option anklickt, dann kann man darunter eben seine Handynummer eingeben, um die SMS-Erinnerung zu aktivieren. Wir haben das eben speziell so konzipiert, weil wenn man jetzt das Feld für die Mobilfunknummer direkt zum Beispiel unter dem Feld für die E-Mail-Adresse anzeigen würde, dann reduziert es einfach laut Split-Test einfach die Anmelderate, weil die Leute halt im ersten Blick sehen, warum will der hier die Handynummer haben und dann geht die Anmelderate nach unten und eben mit dieser kleinen Checkbox behindert das eben nicht diesen Prozess. Vielleicht ganz kurz dazu, warum macht hier eben auch eine SMS generell Sinn? Der Hintergrund ist, dass eben in der Regel, wie ich vorher schon mal kurz gesagt habe, nur ca. 50% der Personen, die sich zu einem Webinar anmelden, dann auch tatsächlich am Webinar auch teilnehmen. Es sind einfach so viele vergessen den Termin oder ja, lesen die E-Mail-Erinnerungen für den Webinartermin einfach zu spät, ja, oder übersehen halt diese E-Mails in der Masse der E-Mails einfach. Und wenn man jetzt an die SMS denkt, heutzutage in der privaten Kommunikation wird die eigentlich fast nicht mehr verwendet. Und wenn dann doch mal eine SMS kommt, dann hat eben diese SMS eine super hohe Aufmerksamkeit, weil
Also ich sage immer so schön, wer schreibt mir denn da jetzt noch eine SMS? Wer nutzt noch dieses alte Medium? Und diesen Trick kann man da eben sehr gut verwenden, eben um ja einfach die Leute speziell 15 Minuten zum Beispiel vor Webinarbeginn eben am Handy oder Smartphone einen kleinen Piepser auszulösen, damit die Leute dann ja eben den Termin nicht verpassen, weil sie eben die E-Mails nicht angeschaut haben. Genau. Und das Schöne ist eben, ich habe bei meiner SMS-Marketing-Firma haben wir eben viele Kunden, die eben das für verschiedenste Webinare nutzen. Und so im Durchschnitt, das ist immer so die Rate der Leute, die sich für so eine SMS-Erinnerung entscheiden. Das hängt natürlich ein bisschen vom Vertrauen ab, was der Webinar oder der Besucher der Webseite der Firma schon gegenüberbringt. Aber so 10-30% der Personen entscheiden sich eben im Durchschnitt so für eine SMS-Erinnerung. Und das ist eben dann die schöne positive Folge. Im Durchschnitt haben die Leute dann mindestens 10% mehr tatsächliche Webinarteilnehmer. Und wenn man es mal überlegt, man hat 10% mehr tatsächliche Webinarteilnehmer, ohne mehr Werbung machen zu müssen, ohne mehr, keine Ahnung, Teilnehmer zu generieren und man verkauft was im Webinar, dann entspricht es natürlich auch in Folge 10% mehr Umsatz, eben mit diesem kleinen Hackel und die Abfrage nach der Handynummer. Genau. Also wenn von euch jemand mal was über Webinare verkauft, dann mal an die SMS-Erinnerung denken. Okay, das Formular für die Webinaranmeldung und alles rund um diesen ganzen Webinarraum, den ich euch dann zeige, der wird von einem eigenen WordPress-Plugin umgesetzt, eben was meine Firma in Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner einfach entwickelt hat. Aber weil es heute ja um Mautic geht, werde ich jetzt da nicht alle Details drauf eingeben, aber nur mal so das Wichtigste, damit ihr den Prozess grundsätzlich versteht. Also im Plugin, weil brauchen wir erstmal eine URL zum Webinar-Video, die ich hier so ein bisschen zensiert habe. Wo dieses Video liegt, dabei ist dabei egal, also irgendein MP4-Video. Und dann müssen wir halt noch angeben, wie lang das Webinar dann in Sekunden dauert, einfach damit das Webinarsystem dann weiß, wann das Webinar einfach auch spätestens zu Ende ist. Genau, und dann müssen wir noch eine URL für den Webinarraum angeben. Und dann kann man natürlich definieren, wann sollen die Webinare stattfinden, also zu verschiedenen Tagen, Uhrzeiten oder ja auch zu einem bestimmten Datum. Also da ist man dann total frei, weil das sind ja alles simulierte Webinare, also kann man sich da austoben, wie man möchte. Und was auch ganz spannend ist, manchmal es gibt sogenannte Soforttermine. Das heißt, man kann einfach einstellen, dass zum Beispiel zu jeder vollen Stunde zusätzlich eben auch noch ein Termin stattfindet. Das ist oft dann gut, wenn jemand auf die Webseite kommt und sich ja, oder einfach konkretes Interesse gerade hat am Webinar, dann muss er eben jetzt nicht lange warten auf, keine Ahnung, übermorgen, wann eben das nächste Webinar beginnt, sondern was für ein Zufall, es beginnt in der nächsten Stunde und das fördert einfach oft auch die Anmeldewahrscheinlichkeit. In der Praxis ist es so, die Leute melden sich dann zwar gerne für diesen ja, naheliegenden Termin an, aber die Bleiberate, also die Leute, die bis zum Ende im Webinar bleiben, die ist bei diesen Sofortterminen nicht ganz so hoch, weil eben ja viele Leute, wenn jetzt das Webinar zum Beispiel eine Stunde dauert, jetzt nicht unbedingt immer genau eine Stunde Zeit haben, aber auch eine schöne Funktion. Und jetzt kommen wir mal endlich zu einer Stelle, bei der Mautic so mal zum ersten Mal so richtig ins Spiel kommt, und zwar über eine sogenannte generische Benachrichtigung kann man einen sogenannten HTTP-Post oder GET an Mautic absenden. Ich habe dazu einfach im Mautic ein ganz normales Formular erstellt, das man auch irgendwo in die Webseiten einbinden kann. Und es erhält einfach alle Felder, die man eben für den Webinar-Anmeldeprozess braucht. Ein bisschen größer, also Vorname, Nachname, E-Mail und eben für die SMS-Geschichten optional auch die Mobilfunknummer. Und diese Felder, die werden dann einfach über diesen HTTP-Post automatisch ausgefüllt. Also letztendlich läuft es so, als ob jemand das Formular, das Mautic-Formular auf einer Webseite ausfüllen würde. Nur erfolgt dieses Ausfüllen eben durch das WordPress-Plugin. Genau, und da gibt es halt verschiedene Parameter, also für den Webinartermin im Unix-Timestamp, aber einfach auch eine pro Teilnehmer einmalige Teilnehmer-URL. Und wenn eben dieser HTTP-Post-Aufruf bei Mautic gelandet ist, dann haben wir schon einen neuen Datensatz, der neben dem Webinartermin auch eine individuelle Teilnehmer-URL enthält. Die ist natürlich nötig, damit das Webinar-Plugin später weiß, wer von den angemeldeten Teilnehmern auch ins Webinar gekommen ist, beziehungsweise einfach sicherstellt, dass auch nur die Personen eben in den Webinarraum kommen,
also kommen können, die sich eben vorher auch angemeldet haben. Und was mir halt persönlich immer sehr gut gefällt, ist, dass jeder Schritt in Mautic auch protokolliert ist. Also in der Mautic-Kontakthistorie, da sehe ich dann genau, wann und mit welchen Daten sich ein Teilnehmer auch angemeldet hat. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil im Vergleich zu vielen Live-Webinar-Systemen, wo man eben, ja, man hat zwar die Teilnehmerdaten GoToMeeting oder sonst wo, aber eben nicht immer jedes Detail im Mautic. Genau. Und das Mautic-Formular versendet einfach auch direkt gleich eine E-Mail mit dem Webinar, mit der Webinar-Anmeldebestätigung. Das ist einfach auch eine ganz normale E-Mail und über Platzhalter wird dann einfach der Name und der gewählte Webinartermin nochmal angezeigt, also eingefügt in die E-Mail. Und wie das bei so einer Webinar-E-Mail üblich ist, haben wir natürlich auch einen Link zum Webinarraum. Auch dabei handelt es sich eben um eine Mautic-E-Mail-Vorlage, die einfach die Platzhalter enthält. Und auch der Link zum Webinarraum, der wird auch einfach über Mautic-Platzhalter eingefügt. Also gibt halt ein benutzerdefiniertes Feld für den Webinarraum. Und dieses WordPress-Plugin, das erkennt dann den Teilnehmer an der pro Teilnehmer eindeutigen Attendant-ID. Also da hängt hinten einfach auch ein entsprechender Parameter dran. Ich habe hier, seht ihr, in diesem Link habe ich auch im Mautic, lasse ich immer als Parameter noch zusätzlich die E-Mail-Adresse ergänzend anhängen. Manche fragen mich dann, wenn sie das sehen, warum mache ich das? Das hängt einfach mit dem Problem zusammen, dass wir erstmal zwei verschiedene Mautic-Adressen infolge der Webinar-Anmeldung haben. Das ist jetzt ein wenig technisch, aber ich versuche es mal möglichst verständlich rüberzubringen. Wenn wir jetzt von einem Webinar oder von einem Webseitenbesucher noch keine E-Mail-Adresse, Name und so weiter haben, dann legt Mautic für diesen Besucher ja einen anonymen Datensatz an. Das heißt, die besuchten Webseiten und gemachten Aktionen werden natürlich protokolliert, aber Mautic kann es noch keiner konkreten Person zuordnen. Und der anonyme Datensatz hier mit der IP-Adresse 95 und so weiter, der könnte zum Beispiel einer unbekannten Person gehören, die sich eben jetzt gerade auf der Webinar-Anmeldeseite befindet. Und wenn jetzt die Person sich zum Webinar anmeldet, dann übermittelt das WordPress-Plugin die Anmeldedaten an Mautic. Die Übermittlung erfolgt aber direkt aus WordPress an Mautic. Das heißt, vom Webserver, auf dem WordPress läuft, an den Webserver, wo Mautic läuft. Kann natürlich der gleiche Server sein, aber Mautic legt eben einen neuen Datensatz mit der IP-Adresse des WordPress-Webservers an. Und damit man jetzt eben pro Webinar-Anmeldung einfach ein neuer Datensatz oder damit pro Webinar-Anmeldung ein neuer Datensatz angelegt wird, habe ich im Mautic-Formular rechts diesen Kiosk-Modus aktiviert. Das führt einfach dazu, dass Mautic bei jeder Formularausfüllung einfach einen neuen Datensatz anlegt und nicht nur einen unter der IP-Adresse eben ja, bestehenden Datensatz einfach aktualisiert. Also dass man einfach pro Formularabsendung wird ein neuer Datensatz erstellt im Mautic. Jetzt haben wir also zwei Kontaktdatensätze im Mautic. Einmal den anonymen Datensatz, der vom tatsächlichen Webseitenbesucher stammt und eben noch einen weiteren Datensatz, der eben vom WordPress-Plugin stammt, der aber ja die vorherige Kontakthistorie nicht enthält. Und sehr schön, wenn man eben weiß, was hat jetzt der Webseitenbesucher gemacht, bevor er sich zum Webinar angemeldet hat, also auf welchen Seiten war er und so weiter. Da ich aber jetzt eben im Link zum Webinarraum diese als Parameter ergänzend auch die E-Mail-Adresse anhängen lasse, kann ich mir jetzt eben eine Funktion vom Mautic zunutze machen, um die zwei Datensätze zu einem einzigen Datensatz zusammenzubringen. Das ist nämlich so hier habt ihr das Feld das Feld für die E-Mail-Adresse, kommt man über die benutzerdefinierten Felder im Mautic hin. Und bei den Adressfeldern im Mautic, da ist standardmäßig die E-Mail-Adresse als sogenannte eindeutige ID definiert. Und Adressfelder, die als eindeutige ID definiert sind, die kann ich damit als Parameter an eine URL anhängen und Mautic somit sagen, ja, bei dem Besucher, der jetzt auf diesen Link klickt, handelt es sich um die Person mit der E-Mail-Adresse XYZ. Und genau das mache ich eben in dem Webinarraum-Link. Und egal, ob die Person den Link jetzt zum Webinarraum später am Smartphone oder am Desktop oder Computer oder Tablet oder wo auch immer anklickt,
Es wird als Parameter immer ergänzend die E-Mail-Adresse angehängt und somit ist Mautic dann in der Lage, die ganze Kontakthistorie unter einem einzigen Datensatz zusammenzuführen. Das ist sozusagen der kleine Trick. Und ja, da Mautic eben mehrere Adresssätze mit der gleichen E-Mail-Adresse zu einem Datensatz zusammenführt, haben wir eben nach diesem kleinen Trick statt diesen zwei Adressen eben nur eine einzige mit der gesamten Besucherhistorie. Also egal, wo die Person den Link, wie gesagt, anklickt. Ich verstehe, das war jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, gerade wenn man jetzt, wer von euch jetzt vielleicht nicht so der Techniker ist oder im Mautic noch nicht ganz so tief drin ist. Falls ihr es nochmal genauer wissen wollt, dann könnt ihr mir am Ende ja da gerne Fragen stellen oder auch eine E-Mail schreiben, aber ich verspreche, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Genau, so, jetzt waren wir an der Stelle, wo unsere Webseitenbesucher eben gerade auf den Webinar-Anmelde-Button geklickt hat und über das Mautic-Formular haben wir die E-Mail mit dem Link zum Webinarraum versendet. Und im Mautic-Formular, da kann man ja auch diese Aktionen definieren und da lasse ich zusätzlich zum Beispiel hier noch das Tag W001 angemeldet setzen. Damit ist dann im Mautic vermerkt, dass eben die Person sich zum Webinar 001 angemeldet hat. Das heißt, ich kann die Person dadurch auch von der Mautic-Kampagne ausklammern, die immer wieder E-Mails eben an eure bestehenden Kontakte versendet, eben mit dem Ziel, einfach weitere Webinar-Anmeldungen zu bekommen. Weil nichts ist blöder, wenn man ständig irgendeine E-Mail bekommt, melde dich doch zum Webinar X an und man ist schon angemeldet. Und das wollen wir ja natürlich vermeiden. Außerdem werden noch einige Tags entfernt, also gelöscht von dem Kontakt, falls sie vorhanden sind. Dabei handelt es sich um Tags, die bei dem Teilnehmer am Webinar gesetzt oder bei der Teilnahme am Webinar gesetzt werden, abhängig davon, wann und einfach wie lange jemand am Webinar teilgenommen hat. Wenn eine Person sich also schon mal zu einem Webinar angemeldet hat, dann hat sie natürlich schon eventuell einige dieser Tags und die lasse ich eben hier im Formular entfernen, damit man dann eben bei der nächsten Webinar-Teilnahme eben das Teilnehmer-Tracking ganz frisch starten können. Wie das genau funktioniert, zeige ich dann später. Und über das Mautic-Formular, ja, lasse ich mir einfach auch noch eine Kopie per E-Mail schicken mit den Webinar-Anmeldenden-Daten, damit ich mich dann zum Beispiel über jede neue Webinar-Anmeldung freuen kann. Und im Plugin habe ich auch noch eine URL für die Dankeseite angegeben, auf die eben direkt nach der Webinar-Anmeldung im Browser umgeleitet wird. Hier lasse ich jetzt auf ein kleines PHP-Skript weiterleiten, an welches als Parameter die E-Mail-Adresse übergeben wird und auch noch eine URL, an die das Skript danach weiterleiten lassen soll. Also ich leite nicht direkt auf die Webseite, sondern erst an das Skript. Und warum ich das mache, zeige ich jetzt einfach kurz. So sieht das Skript aus für alle, die hier unter der Techniker-Schiene einzuordnen sind. Schicke ich euch gerne kostenlos per E-Mail, wenn ihr das wollt, am Ende. Alle, die jetzt eher nicht so technisch sind, ihr müsst es ja natürlich nicht alles verstehen. Es ist bloß, das Skript wird einfach aufgerufen und unter der Mautic-URL, also unter der ihr euer Mautic installiert habt, bei mir ist es einfach immer unter der Subdomain m. Wird dann eben das Tracking-Pixel mtracking.gif aufgerufen. Das ist so ein Standard-Tracking-Pixel im Mautic. Und dort kann man als Parameter die E-Mail-Adresse anhängen. Und das ist jetzt so der kleine Trick, weil dadurch sage ich Mautic, dass eben die Person, welche sich gerade zum Webinar angemeldet hat, die gleiche ist wie die, die sich eben durch die Webinar-Anmeldung, also durch die Webinar-Anmeldung erstellten Datensatz, also ja, also dieses das Problem, dass wir dann den Datensatz haben, der über die Anmeldung erstellt wurde, das führt sozusagen dieser kleine Befehl dann zusammen. Das heißt, es ist die Stelle, wo ich vorher erklärt habe, dass eben aus den zwei Datensätzen einfach einer wird. Genau. Und wenn Mautic dann reagiert hat, also das wird ja im Browser aufgerufen, weil Mautic, also wir nutzen das eben immer in Kombination mit WordPress und Mautic muss halt das kurz verarbeiten und sobald es das verarbeitet hat, dann wird eben auf die URL weitergeleitet, die wir eben da als Parameter definiert haben. Normalerweise sieht man das im Browser eben nicht, da das jetzt nicht länger als eine Sekunde dauert, aber es wird eben oben angehängt und dann landet man zum Beispiel hier jetzt auf so einer kleinen Zwischenseite, da kommt dann erst noch ein Video, welches darum zum Beispiel bittet, dass man einfach noch an einer Umfrage teilnimmt. Es kommt dann ein paar Sekunden später unter dem Video und das ist natürlich auch ein Mautic-Formular, das heißt, wenn jetzt eine Person
das Formular ausfüllt, dann sind die Daten natürlich auch im Mautic verfügbar. Das heißt, so kann ich natürlich noch weit mehr über meine Webinarteilnehmer erfahren und es später ja zum Beispiel für passende Marketingstrategien auch nutzen. So, und jetzt kommen wir zu dem Bereich im Prozess, wo man eben wo der Nutzer den Webinarraum besucht. Also er klickt auf den Link, kommt dann auf eine WordPress-Webseite, die natürlich frei gestaltbar ist. Also die haben wir hier extra ganz grafisch super einfach gebaut. Die kann man natürlich im WordPress bauen, wie man möchte. Und wenn das Webinar noch nicht begonnen hat, dann gibt es einen Countdown, der über das Plugin gesteuert wird. Und wenn der auf 0 ist, dann beginnt logischerweise das Webinar. Und ohne dass die Seite jetzt neu lädt oder sowas, erscheint dann letztendlich erscheint das Video. In dem Fall zum Beispiel jetzt mit einer PowerPoint-Startfolie. Und bei dem angezeigten Inhalt handelt es sich, wie gesagt, um ein Video, welches automatisch startet. Und als Teilnehmer merkt man aber eben nicht, dass es ein Video ist, da einfach alle Steuerelemente ausgeblendet sind. Also man kann nicht Stopp machen, vorspulen, sieht keine Zeit oder irgendwas. Und logischerweise, wenn man das Webinar, also den Webinarraum besucht, nachdem das Webinar schon begonnen hat, dann verpasst man natürlich auch einen Teil eines Inhalts. Das heißt, der Webinarraum prüft einfach, wie lange das Webinar schon läuft und springt im Video einfach immer an die passende Stelle. Also sieht alles nach einem Live-Webinarraum oder nach einem Live-Webinar aus. Genau, und was man im Video macht, das ist natürlich frei überlassen. Alle Möglichkeiten, die man im Video machen kann, kann man natürlich dann auch nutzen. Ich mache das oft so, dass man Webinar live machen und die Aufzeichnung dann später zum Beispiel als Basis für ein automatisiertes Webinar hernehmen. Und unter dem Webinarfenster ist auch wieder ein Mautic-Formular eingebaut, mit dem man eben auch Fragen oder eine Nachricht einfach an den Referent absenden kann. Die Fragen sendet Mautic dann einfach auch per E-Mail. Das heißt, es gibt hier bewusst keinen richtigen Chat, da ja live niemand antworten kann, weil es ist ja kein Referent hier live anwesend. Und auch diese Fragen, die landen natürlich schön in der Mautic-Kontakthistorie, also kann man die auch später sich entsprechend anschauen. Und wenn man halt seine Frage abgesendet hat als Teilnehmer, gibt es nochmal einen kurzen Hinweis, aber das Webinar geht ganz normal weiter. Und ja, gibt es wie üblich irgendwelche Webinarfolien, das hängt natürlich von eurem Business ab. Und wenn ihr dann irgendwann jetzt ein konkretes Angebot habt, dann kommt ihr natürlich irgendwann an die Stelle im Webinar, wo man sagt, so jetzt könnte der Teilnehmer irgendwo auf den Button klicken, um dann auf ein Bestellformular zu kommen, aber es kann natürlich auch nur ein Kontaktformular sein. Das hängt natürlich von eurem Geschäftsmodell ab. Und wenn man eben da draufklickt, ihr seht hier in dem roten Kasten, das wird dann automatisch oben eingeblendet, dieser Bestellbutton, dann kommt man zum Beispiel jetzt auf eine Bestellseite. Und das ist ja auch das Schöne, auch das bekommt Mautic natürlich ganz genau mit. Also Mautic weiß, wer von den Teilnehmern war auf der Bestellseite, hat aber zum Beispiel noch nicht bestellt. Das kann man natürlich später auch alles schön weiterverwenden. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar technischen Tipps oder Tricks, die wie wir eben hier das Webinarraum gerade in Kombination mit Mautic eben auch tracken. Und zwar, der Webinarraum ist eine ganz normale WordPress-Seite. Und an der Stelle, wo dann der Webinarinhalt erscheinen soll, da ist halt einfach vom Plugin ein spezieller WordPress-Shortcode eingefügt. Und für das Absenden von den Fragen an den Referenten, das ist ja ein Mautic-Formular, gibt es natürlich einfach auch einen speziellen Shortcode. Also das ist ja von Mautic, also von dem, wir nutzen speziell das WordPress-Mautic-Plugin. Und hier kann man dann einstellen, dass zum Beispiel ab Sekunde 1, also ab Beginn des Webinars, eben dann das Mautic-Formular eingeblendet werden soll, damit es eben nicht vorher kommt, also wenn das Webinar noch gar nicht gestartet ist. Das ist ein ganz normales Mautic-Formular mit einem Feld für die Botschaft und eben noch ein Feld für die E-Mail-Adresse, die aber versteckt wird, also ausgeblendet wird, weil die Daten haben wir ja schon vom Mautic. Genau. Und das ist jetzt vielleicht das bisschen Interessantere, gerade für diejenigen, die jetzt technisch ein bisschen unterwegs sind. Im Webinarraum haben wir auch noch ein weiteres Skript eingebaut, welches eben in Kombination mit Mautic sich dann um das Tracking der Teilnehmer kümmert. Hier seht ihr, wie dieses aussieht. Das könnt ihr, wie gesagt, gerne von mir per E-Mail haben. Vorne ist einfach immer ein Wert in Sekunden angegeben und rechts daneben stehen dann eben so Mautic-Text, die zum entsprechenden Zeitpunkt gesetzt bzw. entfernt werden.
Und das ist so der Trick, also beispielsweise hier in Sekunde 60, also nach Webinarbeginn, 60 Sekunden nach Webinarbeginn, wird eben das Tag W001, 0001 gesetzt, also für Minute 1. Nach 120 Sekunden, also 2 Minuten, wird nochmal weiter das Tag gesetzt. Es geht dann so bis Minute 9. Und ab Minute 10 wird einfach ein neues Mautic-Tag gesetzt. Und über das, man kann ja mit, auch mit Minus, kann man eben auch Tags entfernen, falls die vorhanden sind. Der Hintergrund ist, einfach sollte ein Webinar-Teilnehmer einfach später, also sollte später ein Webinar-Teilnehmer einen Tag aus den ersten 9 Minuten haben, dann weiß ich, dass er eben innerhalb der ersten 10 Minuten den Webinarraum wieder vorzeitig verlassen hat. Also einfach, weil ihm ja zum Beispiel der Inhalt dann angesprochen hat oder vielleicht hatte er irgendwelche technischen Probleme. Und genauso läuft es dann eben weiter, bis wir zum Beispiel an der Stelle sind, wo wir zum ersten Mal den Preis zum Beispiel des Webinarangebots nennen. Und bald danach kommen wir dann irgendwann ja zu der Stelle, wo zum Beispiel der Bestellbutton eingeblendet wird und bei allen Mautic-Adressen, eben die dieses Tag W001 Bestellbutton haben, weiß ich also, dass die den Webinarinhalt bis zum Angebot komplett gesehen haben. Und das ist einfach wichtig für ein professionelles E-Mail-Follow-up, weil ein Teilnehmer, der das Webinarangebot nicht gesehen hat, ja, dem werde ich natürlich andere E-Mails senden wie einem Teilnehmer, der das Webinar nur zu einem Bruchteil angesehen hat. Und ja, diesen werde ich dann eher zum Beispiel zum neuen Webinartermin einladen oder ihm einen Link zu einer Webinaraufzeichnung senden. Wobei in der Praxis ist bei Webinaren, also gerade wenn ihr irgendwas verkauft, fast immer besser ist, wenn ihr die Leute eben zu einem neuen Webinartermin einladet, anstatt ihnen jetzt einen Link zur Aufzeichnung zu senden. Weil einfach die Aufzeichnungen werden weit weniger angeschaut, beziehungsweise lösen halt in der Regel weniger direkte Verkäufe aus, wie eben eine Teilnahme an einem Webinar. Weiter unten haben wir im Tracking dann noch so ein kleines JavaScript, welches einfach sich anschaut, an welcher Stelle das Webinar-Video gerade ist, also an welcher Sekundenstelle. Und eben je nach vergangener Zeit nutzen wir wieder hier das Tracking über das Mautic Tracking Pixel, um beim Mautic-Adresssatz einfach das entsprechende Tag zu setzen. Wie gesagt, Skript bekommt ihr gern von mir kostenlos. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Optimierungen und Verbesserungen. Also gerne einfach melden. Und auch das Setzen der Texte sieht man dann eben sehr schön später in der Mautic-Historie. Und auch rechts in der Mautic-Oberfläche, das sieht man dann natürlich auf einen Blick gleich, wie lange jemand im Webinar dabei war. Und diese verschiedenen Tags, die werden natürlich später auch für verschiedene E-Mail-Follow-ups gesetzt. Und je nachdem, ob die jeweilige Person am Webinar jetzt gar nicht teilweise oder ganz teilgenommen hat und man das Angebot gekauft oder nicht gekauft hat, kann man eben verschiedene Aktionen auslösen. Das ist immer sehr wichtig, weil ohne so ein professionelles Follow-up, verschenkt man viel Umsatz oder auch viele Kontakte. Genau, dazu habe ich, das nutze ich sehr gerne einfach in Kombination mit Adresssegmenten, einfach so, dass ihr so ein bisschen wisst, wie man das umsetzen kann. Und ich nutze einfach Adresssegmente, die dann als Startbedingungen für Mautic-Kampagnen dienen. Also hier haben wir zum Beispiel das Segment, das lautet einfach am automatisierten Webinar zwischen Minute 10 und 30 abgebrochen. Das heißt, ich möchte alle Leute, die in einem Segment haben, die am Webinar teilgenommen, aber dann vor der Minute 30 das Webinar eben nicht mehr weitergeschaut haben. Also die möchte ich in einem Segment haben, damit ich die dann zum Beispiel per E-Mail entweder zu einem neuen Webinartermin einladen kann oder ihnen eben eine Webinaraufzeichnung senden kann zum Beispiel. Und dazu verwende ich einfach bei dem Adresssegment, bei den Filtern, die Mautic-Tags, die eben während des Webinarbesuchs im Webinarraum gesetzt wurden. Also hier lautet einfach die Bedingung, hier im Beispiel, dass der Kontakt des Tag W001 min 10 haben muss, also in der Minute 10 des Webinars anwesend war. Und genauso muss er auch, ist es auch für die Minute 15 oder Minute 20 habe ich jetzt auch angegeben und 25 auch noch. Und Mautic aktualisiert einfach das Segment entsprechend und dann kann ich das als Basis für die Kampagnen hernehmen. Und was auch noch ganz interessant ist, eben Teilnehmer, die jetzt Teilnehmer, die bis zur Präsentation des Angebots dabei waren, aber eben noch nicht bestellt haben und von welchen ich die Handynummer habe, da sie eben diese SMS-Erinnerung genutzt haben,
Auch dafür habe ich ein Segment. Hier kann dann ein Mitarbeiter diese Kontakte direkt anrufen und einfach freundlich nachfragen, ob es eventuell noch Fragen zum Webinarinhalt oder zum Angebot gibt. Und das wird in der Regel super gut aufgenommen. Also die Leute freuen sich wirklich, dass man da nachfragt. Also darf man natürlich jetzt eine vernünftige Kombination nicht nur verkaufen, sondern wirklich freundlich nachfragen. Das erhöht natürlich auch die Verkaufsraten. Und ja, Mautic ist eben hier sehr nützlich, da wir so natürlich auch nur die Teilnehmer anrufen, welches Angebot auch wirklich tatsächlich gesehen haben und nicht bei irgendwelchen Leuten anrufen, die im dümmsten Fall im Webinar eben gar nicht dabei waren. Genau, so unser kleiner Ausflug durch diese Welt der automatisierten Webinare, der ist jetzt erstmal ein bisschen aus Zeitgründen hier zu Ende. Konnte jetzt nicht auf jeden einzelnen Aspekt eingehen, aber wenn jemand, wie gesagt, von euch die im Vortrag gezeigten Codeschnipsel oder auch dieses Diagramm, was ihr hier im Hintergrund seht, gern kostenlos haben möchte, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an info@onlinebusinessduplicator und schicke ich euch gerne zu. Auch wenn ihr irgendwie ja, Interesse an Beratung oder Technik rund um Mautic habt, eventuell auch in Kombination mit WordPress, dann gerne einfach unverbindlich mal melden. Genauso wie wenn ihr natürlich selber mal so ein automatisiertes Webinar, wie hier gezeigt, in Kombination mit Mautic umsetzen wollt, einfach E-Mail schreiben. Und natürlich gibt es bei meiner Firma auch entsprechende Mautic sonst was Pakete, aber wir haben jetzt heute keine Werbeveranstaltung. Aber wenn euch da irgendwas interessiert, meldet euch gerne oder schaut entsprechend auf die Webseite von der Domain und bin auch offen für Fragen. Also schauen wir einfach mal, ob es jetzt schon Fragen zum Vortrag gibt, bin aber natürlich auch nachher dann noch in diesem Networking-Raum da. Also schauen wir einfach mal, gibt es schon irgendwelche Fragen? Schaue ich mal. So. Ich schalte mich mal wieder dazu. Genau, jetzt sehen wir unsere Gesichterchen wieder. Genau, ja. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich bin begeistert, dass das für ein ausgeklügelter Prozess ist, also nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, war auch trotz eher weniger technischem Background trotzdem sehr verständlich, sehr spannend. Ich hätte da tatsächlich sogar auch noch eine Frage, und zwar, du hast ja gesagt, man kann ein Formular während dieses Webinars ausfüllen, was ja aber kein Live-Webinar ist. Das heißt, was genau passiert denn mit diesen Fragen? Wo gehen die hin? Weil sie können ja nicht live beantwortet werden. Ja, also das ist eine oft gestellte Frage. Diese Fragen, das ist einfach ein Mautic-Formular. Das heißt, die Frage, wohin gehen diese Fragen? In diesem Mautic-Formular, da kannst du natürlich deine eigene E-Mail-Adresse eintragen oder von irgendeinem Mitarbeiter. Und er bekommt in dem Moment natürlich, wenn man die Frage als Teilnehmer abschickt, eine E-Mail. Aber wie du sagst, du kannst es ja nicht live beantworten, weil es ist ja keiner live da. Ich empfehle es den Kunden meistens so zu konzipieren, dass man, wenn man das Webinar vom Inhalt konzipiert, dass man am Anfang schon sagt, okay, wir machen am Ende noch eine Frage- und Antwortrunde. Das heißt, dass die Teilnehmer möglichst ihre Fragen erst gegen Ende des Webinars eben in dieses Mautic-Formular reinschreiben und dass man einfach auch sagt, während des Webinars beantworten wir erstmal keine Fragen, die sammeln wir am Ende. Und wenn man das Webinar nicht nur zum ersten Mal macht, dann weiß man, welche Fragen fast immer kommen, kann also auch sein Webinar-Vortrag so konzipieren, dass gerade am Ende, dass man sagt, ich beantworte einfach mal die häufigsten gestellten Fragen und dann kann man durch die durchgehen und die Fragen, die sozusagen jetzt wirklich über ein Mautic-Kontaktformular gekommen sind und die jetzt eventuell nicht in der FAQ oder in den häufigst gestellten Fragen, die man eben am Ende macht, vorkommen, dann empfehle ich das einfach so zu machen, dass man sagt, man kann ja einfach, mir ist es immer wichtig, man soll die Leute niemals anlügen. Also man soll auch nicht sagen, es ist ein Live-Webinar, wenn es das nicht ist, muss man einfach nicht sagen. Und wenn man jetzt eben sagt, man hat jetzt am Ende eine Frage- und Antwortrunde und sagt, ich gehe mal auf ein paar Fragen ein, die ich hier im Chat und die immer gesehen haben und die immer wieder kommen, dann geht man die einfach durch und dass man dann sagt, so, alle Fragen, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe, werde ich einfach aus Zeitgründen dann nach dem Webinar per E-Mail beantworten. Einfach, dass man den Teilnehmern sagt, sie kriegen ihre Antwort, aber eben eventuell später. Und das ist dann meistens der Effekt, dass man sagt, also aus meiner Erfahrung und von den Kunden, wenn man das Webinar nicht zum ersten Mal macht und das Webinar so konzipiert, dass am Ende eigentlich
die üblichsten Fragen beantwortet sind, dann hat man pro Veranstaltung vielleicht ja, eine Handvoll Fragen, wo man wirklich sagt, ach stimmt, ich glaube, da sollte ich mein Webinar mal umbauen, dass die Frage in Zukunft nicht mehr manuell kommt dann. Genau. Und das, wie gesagt, dadurch, dass man von einigen Fragen, von einigen Teilnehmern eventuell, wenn man das mit der SMS-Erinnerung nutzt, auch die Handynummer hat. Wir machen das manchmal so, dass mit Teilnehmern einfach anrufen und sagen, wir haben gesehen, wir haben eine Frage von Ihnen übersehen, sollen wir die Ihnen schnell am Telefon beantworten? Und da sind die Leute in der Regel auch happy zum Beispiel. Ja, ja, das ist natürlich eine smarte Lösung dafür. Und was ist jetzt für Nutzer, die vielleicht kein WordPress verwenden, können sie dann dieses ganze Konstrukt, wie du es uns heute vorgestellt hast, gar nicht verwenden? Oder gibt es da irgendwie eine Alternative? Ich sage jetzt mal, also dieses WordPress-Plugin, also was diese automatisierten Webinare handelt, das passiert halt, ist halt speziell für WordPress. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Joomla oder was auch immer für ein Webseitensystem, wir haben oft auch Kunden, die machen dann einfach eine Subdomain, also webinar. Was weiß ich, metallbauhuber.de und richten einfach nur speziell für dieses Webinarsystem ein kleines WordPress eben ein. Einfach mal eine zweite, man muss ja nicht die ganze Webseite umbauen letztendlich. Also ein WordPress kann man sich in der kleinen Installation überall noch dazu nehmen. Also man kann auch das, wir nutzen es halt mit WordPress, aber das grundsätzliche Tracking, also wenn jemand sagt, ich will gar keine automatisierte Webinare machen, aber ich finde dieses Tracking-Gedanken eigentlich attraktiv. Also was wir jetzt mittlerweile auch angefangen haben, es gibt auch so eine Open-Source-Software, die nennt sich Big Blue Button. Das ist so ein, ja, ich sag eine Art Zoom-Open-Source, also wo man auch Videokonferenzen machen kann. Und das kann man eigentlich auch sehr schön für Live-Webinare nutzen. Das könnte man auch in eine Webseite einbinden, also als iFrame, wenn das jemand was sagt, und kann dann dieses Tracking-Skriptchen, was ich gezeigt habe, einfach ein bisschen anpassen, dass man halt sagt, dass Mautic setzt um, ja, wenn der Webinartermin von mir ist, um 10 Uhr vormittags beginnt, dann setzt dieses Tracking-Skriptchen von Mautic halt das Tag-Webinar-Beginn um 10 Uhr und dann einfach um 10.05 Uhr wird wieder ein Tag gesetzt und dann hat man zwar kein automatisiertes Webinar, aber dann kann man diesen ganzen anderen Prozess genauso auch verwenden, auch für Live-Webinare, weil das, also ich finde es immer sehr schön, wenn man dann weiß, was machen die Teilnehmer, weil das also im Webinar, wie viele sind dabei, weil also wenn man Webinar-Marketing wirklich macht, dann macht es auch Sinn, dass man das Webinar nicht einmal erstellt, sondern immer wieder optimiert und man braucht ja irgendwelche Daten, funktioniert nicht und entweder spricht man mit den Teilnehmern oder wenn man sich die Teilnahmehistorie anschaut und es kommt in den Bereich und da kommt dann der Einbruch der Teilnehmer, also wenn viele aussteigen, also keine Ahnung, bei mir, wenn ich jetzt irgendwas sehr Technisches erklärt habe, wo irgendjemand sagt, oh Gott, was kommt denn da jetzt, das interessiert mich jetzt wirklich nicht mehr, dann wird es ja auch einen Einbruch der Teilnehmerraten gehen und sowas könnte man dann eben im Mautic auch sehen und sagen, da gehe ich jetzt drauf ein und mache es jetzt weniger technisch zum Beispiel dann. Genau. Sehr spannend, vielen Dank. Sehe auch im Chat tatsächlich noch eine Frage, der Martin fragt, ist es möglich, gleich im Formular die IP-Adresse an Mautic weiterzugeben, um die Geolokalisation sofort zu haben? Also letztendlich ist so, Mautic speichert dabei, oder immer wenn jetzt, wenn man auf einer Webseite ist, wo Mautic-Tracking eingebunden ist, speichert Mautic die IP-Adresse mit. In Deutschland müssen wir aber ja wegen der DSGVO die letzten paar Dinge ausklamüsern, also wegblenden. Also man könnte die IP-Adresse, die Mautic erkennt, oder wenn Martin, glaube ich, war es, oder? War der Martin? Wenn der Martin sagt, er ist in einem Land, wo das nicht notwendig ist, könnte er natürlich die IP-Adresse weitergeben. Aber Mautic nutzt jetzt nicht, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, im Mautic das Tracking auf Basis der IP-Adresse zu machen, weil wenn jetzt ein Firmenkunde, wo über eine IP-Adresse mehrere Mitarbeiter sich auf der Webseite eben rumtreiben, dann ist die IP-Adresse als Tracking nicht eindeutig, sondern Mautic arbeitet ja mit Cookies und mit allen möglichen anderen Geschichten. Also die IP-Adresse ist, also wir selber nutzen die jetzt nicht wirklich aktiv. Es ist bloß das Problem, dass man die zwei Datensätze hat. Und wenn du jetzt, also was oft vorkommt, die Leute melden sich am Smartphone an fürs Webinar, sind jetzt zum Beispiel über T-Mobile oder mit welchem Internetprovider oder Handyprovider unterwegs, dann haben sie eine andere IP-Adresse, die, wenn sie dann im Büro oder zu Hause die E-Mail öffnen. Also da kann man über die IP-Adressen das so und so nicht die Teilnehmer zusammenführen. Deswegen machen wir eben diesen kleinen Trick, dass wir die E-Mail-Adresse als Parameter eben in die Links anhängen noch, weil die ist ja immer die gleiche dann. Ich hoffe, das
hat die Frage von Martin halbwegs beantwortet, sonst muss er nochmal schreiben, wenn ich es nicht ganz verstanden habe. Ja, Martin, vielleicht kurzes Feedback. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe jetzt weiter nichts. Mhm. Dann würde ich sagen. Ich gehe noch was ein, wo du sagst, was dich interessiert. Haben wir was überlegt, was sonst noch oft gefragt wird? Also, das war natürlich sehr technisch, aber man muss es halt, ich sage immer so, aus Marketingaspekten verschenken halt sehr viele Unternehmen bei dem Webinar die Power. Und das ist gerade das, wenn man das in der Follow-up-Prozess, wenn der nur halb gemacht wird und eben wenn man, also ich versuche immer, meinen Kunden zu erklären, dass sie ihre E-Mail-Kontakte nicht mit unrelevanten Sachen nerven sollten. Und man, gerade wenn man jetzt ein Webinar macht, jemand meldet sich zum Webinar an und die Teilnehmer waren nicht dabei, dann braucht man sie ja eigentlich danach auch nicht nerven. Hat dir unser Inhalt gut gefallen? Willst du das Angebot nicht kaufen, wenn die Teilnehmer nichts gesehen haben? Sollte man lieber sagen, melde dich zum neuen Termin ein. Und egal, welche Software man nutzt, das finde ich ist in Mautic sehr wichtig, dass man es einfach aktiv nutzt, um die Anzahl der unrelevanten E-Mails an die Leute einfach zu reduzieren, weil sonst gehen halt die Austragungsraten dann nach oben. Genau. Ja. Ja gut, aber ansonsten, wenn es jetzt keine Fragen gibt, ist ja auch in Ordnung. Ich gehe noch in diesen Networking-Bereich oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail, wenn später euch noch was kommt oder auch die Leute, die sich die Aufzeichnung vielleicht angucken, kein Thema. Genau. Super, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr interessant und vielleicht sehen wir uns auf der nächsten Mautic schon wieder. Super. Ja, dann vielen Dank. Zusammen. Also dann, tschüss. Ciao.